Es geht mir dermaßen scheiße und ihr nehmt keine Rücksicht drauf. Ihr lasst mich hier malochen wie ein Tier. Wie ein Tier. Ich komme und mach schon bald den Flehmann bei euch. Call him Mr. Raider. Call him Mr. Wrong. Call him insane. He'd say, I know what I want and I want it now. I want you. Würdest du sagen, zwischen uns läuft es gut? Ja. Wie kommst du drauf? Würdest du sagen, es läuft schlecht oder was? Nee. Ich hab dich einmal geschlagen und es war aus Versehen. Celebrity right here, alright? He can cash checks with his face. Let's get a photo. Let's go. 3, 2, 1. Elegant wie Siege, rote Lippen in 10 von 10. Ihre Kurven, wie sie sich bewegen. Leute, das ist kein Scherz oder so. Ich hab kein Bier mehr im Kühlschrank. Noch Gemüse. Ich gut jetzt, Baby. Yo, wir sind in der Oberpfalz. Ich hab Diamanten in den Ohren und die Hater nur Ohrenschmalz. Und während ich den Kommentar von einem Hater lese, gönn ich mir eine Semmel mit Leberkäse. Es sind zweieinhalb Zentimeter Kreditkarten. Ja, zeig mal. Von sämtlichen Konten, die ich habe. Ich habe alle Banker schon angerufen, dass sie es freischalten. Heute bin ich am Start. Jetzt geht's los. Mittagessen. Nein, ich kaufe als erstes ein neues. Ey, Bro, mach mal das Lenkrad gerade. Was war der denn empfohlen? Also, ist das der hat zu mir gesagt, weil ich bin voll der Zuckerfreak, hast du wahrscheinlich gestern gemerkt. Ich trinke Colas nach dem Spiel und ich brauche Süßigkeiten und sowas. Und dann das gibt mir Kraft und in der Gland gesagt, Kai, du brauchst die Fanta, du brauchst die Cola. Trink da ruhig eine am Tag. In der Halbzeit kriege ich so Gummibärchen, Skittles oder sowas. Oh, weil wir beliebt haben, weil wir beliebt haben. Bis zum Ende habe ich beküsslich. Der war eklig, Digga. Der war das. So, Leute, ich sag euch die Wahrheit. Das eben war gar nicht meine Brille. Das ist meine Brille zum Lesen. Hab Mut zur Brille, weil Brillenträger sind die besseren Peebles. Ananın amına odun kesme makinesini sokarım ben. Ananın amını tıraşlarım böyle döner. Asozial. Wir haben hier in dieser Gruppe ein asoziales Element unter uns. Das ist aber die Bilanz von allem. Sie trägt zur Entlastung dieser Situation nichts bei. Von meinem einen Kollegen die Mutter hieß Gitta. Von Holger die Mutter, Ruhe in Frieden, hieß Gesa. Meine Mutter hieß, oder heißt Gilberi, das waren die magischen G's. Das dreifache G. Und Ruhe in Frieden, Holger ist mir nicht sauer und ich kenne ja Holgers Mutter auch, sie werden mir auch nicht sauer. Damals haben wir dann immer sowas gesagt wie, ja, über meinen einen Kollegen, die Mutter, hinter Gittern, also sie hieß Gitter und dann hinter Gittern. Bei Holgers Mutter war dann immer, ja, ich nehme Gesa ohne Presa. Diesen kindischen Humor, den fand ich immer so gut. Papa, ist die Mama noch immer sauer wie gestern? Frag die Mama. In diesem Haushalt habe ich alles alleine zu tun, nur ich. Ich mach hier alles Mama. Alleine. Na, sieh mal an. Wer kommt denn da aus seiner Höhle verkrochen? Wieder mal raus. Wahnsinn, den ganzen Tag bleibst du da drin, spielst Valorant, Fortnite und... Ach, Bettina, komm mal runter. Herr Hubert hilft gerade. Jetzt sag mal, Horst. Stehst du jetzt auf seiner Seite? Sein ist der Haushalt nur gegen mich. Soll ich ausziehen? Wäre ich das lieber? Wenn ich wünschte, ich könnte so ein Schweizer. Nee, das macht keinen Sinn. Du kannst nicht sagen, du lachst mit dem, wenn die Schweizer überhaupt nicht über ihre eigene Aussprache. Doch, ich lach das selber. Du hast das mega über.
Ey, kannst du mal den Krai grüßen? Grüß mal den Krai. Den Krai. Dadi hat da Kai mal gelacht. Und er heißt einfach Kai. Und dann sag ich, wo ist denn dann er? Und ich höre da keinen R. Krai, der heißt Krai. Nee, Kai. Krai. Krai. Ja. Wo ist dann er? Ach, Digga, der heißt einfach Kai. Und du nennst ihn Krai. Das ist alles easy.